Juhu, Jesus lebt! Die Jünger freuen sich sehr. Aber schon bald wissen sie nicht mehr weiter. Was sollen sie jetzt tun? Sie würden es so gerne weitererzählen, dass Jesus lebt. Aber sie haben große Angst. Was, wenn sie genauso getötet werden wie Jesus? Die Jünger wissen nicht weiter. Was soll jetzt geschehen? Was sollen sie jetzt tun? Jesus lebt, aber er ist nicht mehr bei ihnen. Und was sollen sie denn jetzt machen? Den Jüngern ist das Herz ganz schön schwer. Und sie trauen sich nicht groß weiter zu erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Dass jetzt alles gut ist, dass Jesus den Tod besiegt hat. Sie trauen sich nicht von Jesus zu erzählen. Und sie wissen nicht weiter. So treffen sie sich nur heimlich und sind ganz schön ratlos und mutlos. Eigentlich kann man sogar sagen, dass sie sich fast verstecken. Das geht einige Tage so. Dann kommt der Pfingsttag. Als der Pfingsttag kommt, das große jüdische Erntefest, treffen sie sich wieder. Sie kommen alle in einem Haus zusammen. Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der andere Jakobus, Simon, Judas, also nicht der, der Jesus verraten hat, sondern ein anderer Judas, Matthias, Maria und andere Frauen. Sie alle treffen sich am Pfingsttag und schließen die Türe zu. Vor lauter Angst vor den anderen Menschen schließen sie sich im Haus ein. Sie sind ratlos und mutlos und treffen sich, um zu beten. Da plötzlich hören sie ein Sausen und Brausen, wie von einem Sturm. Und es ist ihnen fast, als würden sie Feuerzungen sehen. Und dann spüren sie, dass sich etwas auch in ihnen ändert. Sie spüren, dass sich etwas in ihrem Herzen verändert. Dass sie plötzlich Mut haben, dass sie sich trauen, hinauszugehen, dass sie keine Angst mehr haben. Und sie wissen plötzlich, was zu tun ist. Sie müssen hinausgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Sie spüren plötzlich wieder, dass Jesus doch immer noch da ist, auch wenn sie ihn als Person jetzt nicht mehr sehen können, dass sie immer noch mit ihm sprechen können. Sie haben plötzlich Ideen, wie sie den Menschen gut von Jesus erzählen können, dass die Menschen sie auch verstehen. Sie haben Ideen, was sie alles machen könnten, um den Menschen diese frohe Botschaft zu bringen. Und sie wissen, sie können sich nicht länger verstecken. Sie wollen nach draußen gehen und allen Menschen von Jesus erzählen. Ihr Herz verändert sich so sehr. Es ist fast, als würde dieses Feuer in ihrem Herzen brennen. Das Feuer für Jesus. Und das, was sie da in sich spüren, diese Kraft ist die Kraft, die Gott schenkt, die auch der Heilige Geist genannt wird, Gottes Geist. An Pfingsten spüren die Jünger, dass Gottes Geist, Gottes Kraft zu ihnen kommt und sie stark und mutig macht, um allen Menschen von Jesus zu erzählen. Sie wollen sich nicht länger einsperren. Sie öffnen die Türen. Und sie gehen hinaus, um allen Menschen von Jesus zu erzählen. Vor dem Haus haben sich schon viele Menschen versammelt. Sie haben den Sturm und das Brausen von Gottes Kraft gehört. Und sie sind neugierig, was passiert ist. Petrus tritt vor die Menschen hin und beginnt zu sprechen. Er fängt an, von Jesus zu erzählen, von all den Wundern und Taten, die Jesus gemacht hat, von dem, was Jesus erzählt hat. Und er sagt, ihr habt Jesus gekreuzigt, aber Gott hat gezeigt, dass Jesus wirklich der Messias ist. Jesus ist auferstanden. Und auch wir werden auferstehen. Wir werden nicht tot bleiben, sondern Gott wird uns auferwecken, wenn wir an Jesus glauben. Und er erzählt viel von Jesus. Und auch die anderen Jünger erzählen den Menschen von Jesus. Und die Menschen, die das hören, die sind begeistert von dem, was die Jünger sagen.
Klar, es gibt wie immer ein paar, die finden das gar nicht toll, was Dinger sagen. Die spinnen oder die sind betrunken. Aber viele, viele andere sagen, das ist ja wirklich toll. Das wusste ich noch gar nicht. Oder dieser Jesus ist super. Ich möchte zu Jesus gehören. Ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen, mein Leben neu beginnen. Und ich möchte getauft werden. Denn mit der Taufe gehört man zu Jesus. An diesem Tag sind ganz, ganz viele Menschen von Jesus begeistert. Die Bibel erzählt uns, dass sich an diesem Tag 5000 Menschen so von Jesus begeistern haben lassen, dass sie getauft worden sind. 5000 Menschen wurden Jünger von Jesus. An diesem Tag ist die Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus glaubt, ganz schön groß geworden. Und diese Gemeinschaft heißt übrigens für uns Kirche. Deshalb sagen wir auch, dass Pfingsten der Geburtstag der Kirche ist, weil so viele Menschen dazugekommen sind und die Kirche schon ganz schön groß geworden ist. Die Jünger haben aber nicht nur an diesem Tag von Jesus erzählt, sondern auch an vielen, vielen weiteren Tagen. Sie sind aus Jerusalem herausgegangen, in andere Städte und sogar andere Länder gereist und haben Menschen von Jesus und von unserem Glauben erzählt. Sie haben Menschen getauft, haben oft auch Wunder getan. Sie haben Kirchen gegründet, wo man gemeinsam zu Jesus betet und gemeinsam feiert. Sie haben vieles erlebt und einige sind sogar für Jesus gestorben. Ganz schön viel erlebt haben die alle. Aber Pfingsten war der Anfang der ganzen Sache. Als Gottes Kraft, der Heilige Geist, den Jüngern so viel Mut gemacht hat, dass sie von jetzt an überall in die Welt gehen und von Jesus erzählen.